Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute was ganz, ganz Tolles vorstellen und möchte euch erzählen, wie ich das in meinen Alltag mit den Kindern integriert habe. Und zwar ist das ein ganz, ganz tolles Kartenset, das ich euch gleich noch näher zeigen werde, von der lieben Eva von Magie auf Reisen. Ihr findet sie auf jeden Fall auch auf Instagram und Facebook. Das werde ich euch unten mal in der Infobox verlinken. Und so sehen die Karten von vorne aus. Wunderschön gestaltet. Voll süß und auch super, super kindgerecht. Und interessant wird es dann halt erst, wenn man quasi liest, was hinten drauf steht. Aber jetzt nochmal, das ist das Kartendeck. Und zwar mache ich das wirklich tatsächlich mit den Kindern zusammen, für die Kinder, aber auch für mich, für mein inneres Kind. Denn das ist das Kartenset für Kinder und alle inneren Kinder und ganz besonders für dich. Ich finde es super süß gestaltet. Und wie integrieren wir das jetzt in unseren Alltag? Jeden Morgen, bevor wir dann quasi das Haus verlassen, um jetzt in den Kindergarten zu gehen oder für was auch immer, wird eine Karte gezogen und das dürfen die Kinder abwechselnd machen. Das heißt, ich fächer die Karten so auf und sie sollen dann einfach eine Karte ziehen. So geht es bei Vince. Bei Svea lege ich sie auf den Tisch und sie soll eine ziehen. Es macht sich für sie einfach besser. Und das ist dann unsere Karte für den Tag. Und wir sprechen dann nochmal kurz darüber und sprechen dann am Abend auch nochmal darüber und lesen die Karte auch mehrmals am Tag nochmal vor. Und dann, ich ziehe jetzt mal wahllos ein paar Karten und lese euch vor, was da Wundervolles hinten drauf steht. Wir haben jetzt zum Beispiel diese Karte und da steht, das wäre dann halt die Intention für den Tag. Ich nehme mir Zeit, um glücklich zu sein. Nimm dir Zeit, um einfach mal nichts zu tun und glücklich zu sein. Nimm dir Zeit für dich selbst und das, was du willst. Chill mal. Finde ich auch für jede Altersgruppe geeignet. Also man kann das den kleinen Kindern wunderbar gut erklären, was es bedeutet. Und die Größeren können natürlich auch sehr gut was damit anfangen. Ich bin voller Löwenmut und weiß, ich werde das schaffen. Mutig zu sein bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern es trotz seiner Angst einfach zu tun. Ich finde das wundervolle Botschaften für Kinder und auch als Ermahnung an sich selbst eigentlich, weil das sind oft Dinge, die man selbst manchmal einfach vergisst. Ich bin geliebt, so wie ich bin. Alles ist gut. Du bist nie allein. Vergiss das nicht. Und das ist so, 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 so schön. Und das ist halt etwas, was wir im neuen Jahr für uns als Familie integriert haben, als neues Ritual, damit ich den Kindern einfach meine Lebensweise ein bisschen näher bringen kann, Spiritualität, eine positive Lebensweise einfach näher bringen kann. Vince hat ja auch zu Weihnachten ein ganz, ganz tolles Buch mit Affirmationen für Kinder. Also wie können Kinder mit Affirmationen arbeiten von mir bekommen? Das kann ich euch gerne auch nochmal in der Infobox verlinken. Und ich finde diese Kombination gerade wirklich, wirklich traumhaft. Und ich kann euch das nur empfehlen, euch dieses Kartenset bei Eva zu bestellen, das auch in euren Alltag zu integrieren. Man kann Kindern eigentlich kaum leichter so wundervolle Botschaften jeden Tag mit auf den Weg geben, wie durch diese wundervollen Karten. Genau, deswegen an dich nochmal, Eva, lieben, lieben Dank. Das ist eine wundervolle Arbeit, das ist unglaublich wertvoll. Und euch möchte ich das wirklich sehr ans Herz legen, diese stärkenden Sätze jeden Tag euren Kindern einfach in ihren Tag und damit auch für ihren weiteren Lebensweg mit auf den Weg zu geben. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!